Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Und wir befinden uns jetzt bei den Sonntagsspielen. Wir haben noch 11 Spiele. Wir haben hier auch noch ein Set, was ich bekommen hatte und dann extra nicht aufgemacht habe, damit ihr es seht, weil es ist ein krasses, geiles Silberpack. Und das heißt, da ist geiler Shit drin. So, ja, wir haben jetzt wieder einen normalen Sonntag und ich muss auch nicht mehr leise machen. Kann mich also normal benehmen. Vielleicht ist das gar nicht so gut. Wir haben ja eigentlich schon ziemlich gut gespielt in diesen Nachtsessions, muss man so sagen. Und ich möchte es natürlich fortsetzen, möchte weiter so konzentriert und gut spielen, nicht aufgeben, egal wie es steht. Und ich bin gespannt, wie es läuft. Oh, wir haben wieder das Glück, dass wir hier eine 500 Chipskarte dabei haben. Zuerst schauen wir mal, was dieser grandiose Spieler wert ist. 950, 650. Oh, stellen wir ihn mal für 500 rein. Was wollte ich noch sagen? Ich glaube, ich wollte nichts weiter. Ach doch, genau. Und zwar Süle, Innenverteidiger Süle. Er ist zwar ganz gut, aber er ist wahrscheinlich auch für mich besser als Toprak. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass er schon teilweise langsam und träge wirkt, weil er so einen beschissen schlechten Antritt hat. Aber der einzige nächst teurere Innenverteidiger haben nun vorübergehend höhere Werte. Ja, schön, dass er mir das jetzt sagt. Das war doch eigentlich auch schon die letzten Tage so. Der nächst teure Spieler ist halt Sokrates. Mal gucken, wie viel Hummels kostet. Also Sokrates wäre mir zwar fast lieber als Hummels, aber ich will mal gucken, was Hummels kostet. Interesse halber. Er kostet 70.000 ungefähr, okay. Genau, aber Sokrates ist halt auch noch recht teuer, kostet so 34.000. Ich will jetzt ihn mir eigentlich nicht kaufen. Ich will ihn mir jetzt eigentlich nicht kaufen, aber falls es ihn jetzt hier als Schnapper durch Zufall gerade gibt, also wirklich für ein paar tausend weniger, dann würde ich ihn mir holen. 33, 32,5, ne, 33 ist mir zu wenig. Das Geile ist, war, dass die alle schon Champions League Style drauf haben und ich glaube, Anker wäre auch der, den ich haben möchte, aber das ist es mir gerade noch nicht wert, weil da fällt noch ein Preis und so eine Investition, die mache ich dann eigentlich bloß in Wochen, wo, wie letzte Woche ja eigentlich, wo, also, nicht jetzt von, in eurer Zeitlinie, in meiner Zeitlinie, also einfach, ich mache das gerne, solche Käufe in einer Woche, wo halt nichts Interessantes im Team der Woche drin ist, ich also quasi da Geld spare und kein Geld ausgebe durch neue Informspieler. Da ich aber noch nicht weiß, was jetzt rauskommt, nächste Woche, logischerweise, möchte ich da auch erstmal abwarten und würde dann Sokrates mir für die nächste Weekend League kaufen, sollte ich wieder mal eine Woche haben, wo keine interessanten Infos drin sind. Rein theoretischerweise könnte ja auch jetzt irgendwie mal ein Innenverteidiger wieder drin sein, den ich dann vielleicht bevorzuge für Sokrates, aber wir schauen einfach mal. Ich hoffe, dass wieder was drin ist, weil es ist natürlich angenehmer, wenn man wieder eine neue Info sich holen kann. Oh Gott, okay, es geht also weiter mit den sehr starken Gegnern, wie es aussieht, oder sehr starken Mannschaften zumindest. Drei Legenden, Modric, Mbappé, Vidal, Boateng, Alaba, ja, und wie sie alle heißen. Also krass, krass, okay, konzentrieren. Wir können gegen jede Mannschaft der Welt gewinnen, wenn wir konzentriert spielen, gut spielen, besser spielen als der Gegner, logischerweise. Schauen wir mal. Petit kenne ich nicht. Overmars, also ich kenne die zwar schon, also Overmars und Petit kenne ich zwar vom Namen her, weil ich die jetzt schon mal gesehen hatte als Legenden im gegnerischen Teams, aber privat kenne ich die nicht. Also keine Ahnung, was die wann mal wo gespielt haben. Peter Schmeichel kenne ich natürlich. Aber auch von dem habe ich nicht wirklich was gesehen, aber ich kenne ihn halt vom Namen und so. Und weiß, dass er eine Torwart-Legende ist. Okay, er hat jetzt auch umgestellt. Ich stelle irgendwie alle dann auf dieses 4-1-2-1-2 um. Kann das sein? Aber egal, wir spielen ohne 4-1-2-1-2 und gewinnen trotzdem. Einfach gut spielen, konzentriert. So, jetzt, come on, jetzt bin ich auf jeden Fall wach und nicht müde. Das sollten wir nutzen. Ich bin auch gespannt, ob ich heute mal mitbekomme, wie sich Pulisic und Quadrado anfühlen. Oh, Scheiße. Um einfach mal festzustellen, ob das Sinn macht, die auch ohne Boost zu spielen. Weil wenn die jetzt mit Boost quasi nicht abgehen, dann brauche ich die auch nicht
Und nicht spielen. Hat Arangis leider viel zu spät reagiert. Fällt mir nicht der Anfang, sind ein paar Fehler dabei, die nicht sein müssten. Von meiner Seite aus geht mir halt auch wieder sehr aggressiv zu sein in der Verteidigung. Ja, erstmal ein bisschen rumspielen, weil dieses Straightforward-Spielen, das scheint gegen ihn nicht so gut zu funktionieren. Aber mit seiner aggressiven Spielweise müsste er eigentlich auch irgendwann mal Stellungsfehler drin haben. Ich komme halt überhaupt nicht durch, also ohne Scheiß. Schade, das war mal okay, dass wir wenigstens mal in den Strafraum gekommen. So, jetzt vielleicht mein Tor. Ich weiß gerade nicht, wo ich richtig hinflanken will. Ich glaube hier hin. Ich glaube, das ist Süle. Ich glaube, der älteste Süle. Bender, du hast ihn doch eigentlich. So, jetzt ist gerade mein Mikrofonständer komplett abgekackt und nach unten gerutscht. Verstehe ich nicht. Irritiert mich aber gerade, deswegen habe ich mal Pause gedrückt, damit ich ihn wieder einstellen kann. Ach, danke, dass er mir noch eine Ecke bringt, Trottel. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den irgendwie hinbekommen. So. Oh, da geht mir so auf den Sack mittlerweile dieser Ständer. Funktioniert ja eigentlich noch gut, aber ich verstehe nicht, warum der an manchen Gelenken einfach so schwach ist. Ich habe ihn schon so aufgezogen. Das kotzt mich an, ey. Nervt, das nervt. Ach, ich lasse dieses einfach so. Es muss funktionieren, was soll, scheiß drauf, es geht auch so. So, und ja, wenn er jetzt ein Tor schießt, wäre es auf jeden Fall über eine lucky Ecke, weil die Ecke war ein bisschen unverdient. Aber egal, konzentrieren. Unser Spiel ist besser geworden, aber der Gegner ist ultra schwer. Also wenn ich hier mir auch nur kleine Fehler erlaube, das ist eigentlich gelb, dann wird es halt einfach richtig schwer. Deswegen jetzt ruhig sein und konzentrieren.
Oh, ich hab gegrätscht, er grätscht nicht. Krass, dass er den vorbeischießt, den muss er eigentlich machen. Aber wie gesagt, wenn meine Grätsche halt, also die Eingabe funktioniert, hätte er den Ball weggegrätscht. Aber leider hat er halt die Eingabe oder hat er auch nicht gegrätscht, obwohl ich auf Grätsch gedrückt habe. Aber egal, nicht drüber aufregen, die 0-0. Gegner nutzt die größte Chance im Spiel nicht. Und jetzt gut spielen. Lagerto natürlich, aber auch krass, dass Arangis die erste Schusschance nicht nutzt und auf den Torhüter schießt. Das fand ich auch schon merkwürdig, aber trotzdem Lagerto ist auch nicht verdient, dass ich hier 1-0 führe. Ich würde sagen, ein Unentschieden wäre definitiv verdienter, vor allem weil der Gegner halt auch die Großchance vorher nicht nutzt oder nicht genutzt hat, aber ja, egal. So, konzentriert weiterspielen, noch zwei Buden machen und das Spiel gewinnen. Toller Pass. Schade. Also er ist ein bisschen schlechter gewesen in der Defensive am Ende. Er ist ein bisschen angepisst, glaube ich. Schade, dass der Pass von Werner da nicht ankommt. Aber auch ein schwieriger Pass. Das ist nicht Werner, dann waren das die Neuen. Ich glaube, das ist Ginter. Krass. Also ich habe gewusst oder gesehen, dass die Flanke gut kommt. Das war zu sehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sich Werner da durchsetzt, weil er stand ja wahrscheinlich nicht neben Innenverteidiger oder so, und Werner ist jetzt erstens nicht so wirklich riesengroß und auch nicht der Kopfballstärkste. Aber und dann auch noch gegen Schmeichel durchgesetzt, von daher. Ja, Innenverteidiger steht relativ weit weg, muss dann erst mit dem Rücken zum Werner laufen und hat dann noch das Problem, dass er nicht springt. Schön rausgetackelt mit Schmelzer. Okay, mit mal ein bisschen Pace mitnehmen, dann schön ins Dribbling gegen Vidal und verkacken. Danke, Fährmann. Aber wie gesagt, das darf mir nicht passieren, der Ballverlust mit Kimmich gegen Vidal. Wenn ich da ins Dribbling gehe, muss ich das Dribbling auch gewinnen, ansonsten darf ich nicht ins Dribbling gehen. Ganz einfach. Er macht schon teilweise Stellungsfehler und ist antizipiert falsch. Das merkt man. Oh, das hätte das 3-0 sein können. Schade. Abseits.
Ja, was ist denn los? Das haben wir doch nur gesehen, das Abseits war. Stundenlang hat man es gesehen. Hauptsache, es dauert ein Jahr, ey. Leider genau im richtigen Moment rausgerückt, um dann den Passweg zuzustellen. Ich dachte echt, da geht rein, krass. Ach, da war noch jemand dran, okay. Schade. Schön gemacht mit Bender. Krass gehalten von Schmeichel, aber ich habe mich nicht getraut, die andere Ecke zu schießen. Vielleicht hätte ich hier normal schießen sollen. Dann müsste wieder Ginter sein, der da vorne steht. Schön gemacht von Kimmich. Krasses Tor von Werner, krasses Tor von Werner. Jetzt bricht der Gegner ab. Will eigentlich zu zum Fernsehen laufen, also zur Kamera. Gegner bricht nicht ab. Okay, aber ja doch, ich wollte schon sagen, 3-0 in der zu der Zeit. Also es ist krass, dass ich gegen das Team gewonnen habe. Gegner hatte auch leichte. Also er war nicht der Beste in der Verteidigung, den ich bisher in dieser Weekend League hatte, aber natürlich krasses Team, ganz gut nach vorne. Und wie gesagt, wenn er dieses 1-0 macht, diese Riesenchance zum 1-0, dann sieht es ja nochmal ganz anders aus. Goal 3! Geschafft in der Woche. Das ist schon mal gut. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir das zweite Spiel in der Aufnahme auch einfach noch gewinnen. Und machen das Ganze wieder mit der. Ach so, wir hatten eigentlich die Vorlage gegeben. Oder die Vorlagen. Wieso habe ich das nicht nachgeschaut, ich Idiot? Fuck! Ich habe keine Ahnung. Pulisic hat jetzt in 10 Spielen 3 Scorerpunkte, 2 Vorlagen. Das ist okay. Aber jetzt auch nicht überragend. Und wie gesagt, er ist geboostet. Also ungeboostet wird er dann wahrscheinlich wieder nicht spielbar sein für mich. Quadrado hat gerade mal 2 Tore in 7 Spielen, noch keine Vorlage. Also ganz ehrlich, ich glaube, Quadrado genau wie Pulisic werden wahrscheinlich das nicht überleben. Und fliegen, sobald die Boosts wieder weg sind. Fällt mir gerade was ein. Momentan ist ja Quadrado noch geboostet. Was ist denn der Wert? Wenn er jetzt deutlich mehr wert ist als die 48,7, dann würde ich ihn wahrscheinlich sogar direkt wieder verkaufen, weil der Boost müsste ja morgen wieder weg sein und dann sinkt er auch gar nicht wieder im Preis. 60, 56, 56. Also ich würde wahrscheinlich für 55.000 loswerden, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass 5% Gebühr weggeht. Das heißt, wenn wir ihn für 55.000 verkaufen, dann gehen ja nochmal über 2.500 weg. Das sind wir dann bei, ja, da machen wir vielleicht 4000 Coins Gewinn, so grob. Irgendwas zwischen 3 und 4000 Coins, das ist gar nichts. Bei einem Wert von 50.000, also das kann man vergessen. Na, dann werde ich ihn erstmal behalten und schauen, wie sehr das sinkt am Montag, wenn er seinen Boost nicht mehr hat. Das ist ja auch interessant zu wissen. Dann behalte ich ihn erstmal, weil irgendwann steigt er dann wieder im Preis, wenn er wieder geboostet wird. Und dann gibt es ihn wahrscheinlich auch seltener auf dem Markt. Und dann, ja, hoffe ich einfach, dass er dann vielleicht mehr wert ist. Donnarumma wollte ich noch eine Fitnesskarte geben. Lass mich raten, das ist wieder eine Tagesaufgabe. Nee. So, dann spielen wir mal. Was soll ich noch sagen?
Ja, wie gesagt, Quadrado, das finde ich merkwürdig, weil wenn er die Gegner gespielt hat, dann fanden die es meistens eklig. Aber sind wir mal ehrlich, diese Position spielt halt so gut wie niemand. Wahrscheinlich eignet sich Quadrado einfach mehr als rechter Flügel oder halt rechter Stürmer und nicht als rechtes Mittelfeld. Da war dann Philippe Andersson einfach der Bessere. Wenn jetzt Quadrado nicht funktioniert, dann würde ich ihn wahrscheinlich mal als Leihspieler als Wechselspieler testen, weil Brandt hat eigentlich in sein... Ach du Scheiße. Messi von drin. Na geil. Also als Statue M. Krasses Team, konzentrieren. Ja, dann würde ich Quadrado wahrscheinlich mal als Wechselspieler testen, weil der Brand funktioniert auch als Wechselspieler nicht so wirklich. Und da hat er sich auch nicht so geil angefühlt wie zum Start. Als Startspieler. Ist eigentlich ein Foul. Wird zum Glück aber nicht gewertet als Foul. Schade, wenn ich nicht hängen bleibe am Gegner, funktioniert's. Oh Gott, direkt da aus der Drehung. Ich meine, der Torhüter, war doch klar, dass das nicht wird. Schöner Schuss von El Shaarawy, schade. Ich hab's geahnt, dass der reingeht, weil Brozovic einfach so einen geilen Distanzschuss hat. Keine Ahnung, wer die Vorlage gespielt hat, ist auch nicht so wichtig. Sehr gut. Haben wir den Gegner aber auch schön eingeschnürt, ist gar nicht an den Ball rangekommen. War, glaube ich, auch ein guter Wechsel zwischen Passen, Rennen, Dribbeln. Das hat mir gefallen, der Angriff. Schön, dass wir uns damit einem Tor belohnen konnten. Goal for the visitors, number 13, Marcelo Brozovic. Schön gemacht mit Torreira. Scheiße. Oh, ich dachte schon, er geht rein. Da waren so viele Leute von mir, also da standen so viele.
Das war doch ein ganz klares Foul. Er zieht mir komplett das Standbein weg. Das wäre es gewesen, ey. Man darf gar nicht mehr im Ballbesitz sein. Sollte natürlich ein Seitenwechsel zum rechten Verteidiger werden. Ich verstehe das einfach nicht, was da manchmal los ist. Zum Glück fällt kein Tor. Ey, das war... Naja, ist egal. Komm, mich rüber aufregen. Ich weiß nicht, warum er da auch Quadrado spielt. Das ärgert mich immer. Aber gut, dieses Problem ist in letzter Zeit recht selten passiert. Also meine Flanken sind... Ich sag mal, zu 90, vielleicht sogar 95% immer da angekommen. Wo ich wollte. Jetzt probier's nochmal. Und diesmal klappt's auch. Vielleicht lag's auch daran, dass ich ihn mit Koulibaly gespielt habe und der keine guten Flanken kann. Aber eigentlich müsste er dann ja eigentlich nur die Flanke verkacken. Aber man müsste zumindest sehen, dass er den richtigen Spieler treffen wollte. Und das war ja hier nicht der Fall. Schön, dass es diesmal gepfiffen wird, wobei das weniger ein Foul war als beim letzten Mal. Da steht Quadrado, den will ich eigentlich nicht unbedingt anflanken. Krasser Kopfball. Ah, genau. Messi mit dem Kopfballtor. Alles klar. Wer ist denn da auch in der Verteidigung? Ich glaube, es ist Torreira, der Zwerg. Aber trotzdem, dass diese Verzweiflungsflanke, die meiner Meinung nach nicht so geplant war, funktioniert, dass Messi ein Kopfballtor macht, unglaublich. Naja, egal. Wir schießen einfach noch eins. Also ich denke, ist okay, dieses Unentschieden, aber dass es dann über so ein Tor fällt, das ist ein bisschen schade. Aha, keine Elfmeter, interessant. Aber gut, ich darf auch meinen Elfmeter nicht mehr verkacken im Spiel, ganz wichtig, nicht daneben schießen. Aber mal gucken, wann es zum nächsten Elfmeter kommt. Das hat ja auch, es gibt ja total selten Elfmeter auf jeden Fall. Das wäre ein schönes Lackertor geworden. Ja, war dumm von mir, unausgerichtet dazu passen, das war dumm. War abseits. Alles andere wäre auch ziemlich merkwürdig gewesen. So, konzentrieren, nicht drüber aufregen.
Da hätte sich Quadrado mal belohnen müssen, einfach mal um zu zeigen, ich hab's drauf. Mit den steigen Rechten kriegt er da ja nicht rein, ey. So, Koulibaly, hast du schon mal ein Kopfballtor gemacht? Bin mir gerade nicht so sicher. Geht dann nach Huma. Hallo Kedira. Ich dachte, Kedira macht es einfach mal alleine, weil er hier so durchdreht, aber war leider nicht der Fall. Ich habe gerade total den Faden verloren, muss ich zugeben. Guter Abschluss, aber reicht nicht, schade. Tunnelt. Oh, geiler Schuss, schade. Moment mal, ich habe gerade irgendeinen Anruf auf dem Handy gehabt. Ja. Naja, ich spiele das Spiel jetzt mal noch zu Ende, dann rufe ich da zurück. Ich meine, es geht jetzt eh nicht. Ach fuck, ich wollte doch eigentlich wechseln und habe deswegen Pause gedrückt. Ich bin aber auch dumm. Krass, mit Messi muss er den eigentlich das lange Eck machen, ne? Ich glaube, ich wechsle auch direkt beide aus. Es geht eh in die Verlängerung. Also denke ich zumindest. Vielleicht gibt es auch einen Todeskonter mit Brandt und Alessandri.
nach der Ecke. Oh, lass doch den Konter, Mann. Egal. Wir gewinnen jetzt, wir machen jetzt noch ein Tor. Der Pass von Brozovic, klar, war auch nicht so einfach. Boah, zum Glück. Ich komme aber auch wieder in der Abwehr nicht den Spieler, den ich haben wollte. Ich bin faul, ne? Ich wusste, dass es ein guter Distanzschuss wird, aber hat nicht ganz gereicht. Da vorne steht Icardi, ich will lieber Koulibaly einspielen. Komm! Ach, Koulibaly stand eigentlich geil. Schöner Kopfball, hat leider nicht gereicht. Schön, wie Brandt nicht hingeht. Wir hätten den Ball halt locker bekommen, wenn er sich direkt zum Ball orientiert. Oh, Alu, zum Glück. Oh, danke, dass es nur Alu war. Also, ich habe leider den Faden verloren, als dieser blöde Anruf kam, den ich durchs Vibrieren gehört habe. Und bin noch nicht richtig wieder drin, also ich denke eine leichte Führung 2-1 wäre momentan verdient für den Gegner. Hoffen wir mal, dass wir das egalisieren und selber das 2-1 machen. Lichtenstein hat er eigentlich gut gemacht und das war interessant zurückgespielt. Krass, dass Brozovic den noch macht. Ey. Da hat er das Problem mit der Ballannahme, macht ihn dann trotzdem noch. Sehr geil, schöner Pass von Brandt übrigens. Genau da sollte das hin. Jetzt klingelt mein Telefon schon wieder, verdammt nochmal. Ich muss mich jetzt konzentrieren, auch wenn ich dieses scheiß Vibrieren höre.
Oh, und es gibt dann so ein beschissenes Lackertor, ey. Das kann nicht sein. Krass, krass, krass. Es ist auf jeden Fall verdient, aber es ist trotzdem zum Kotzen, ey. Also das Tor ist nicht verdient, aber dass es 2-2 steht, ist verdient. Nice luck. Sollte der Ball nicht hin. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Och, auch Alu, aber wie gesagt, er hatte auch schon Alu. Von daher. Okay, konzentrieren. Nicht verschießen, nicht verschießen, nicht verschießen. Aber es wird schwer aus. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Come on. Toll gemacht, Donnarumma. Oh, wir haben gewonnen, weil Messi verschießt. Sehr geil. Die Elfmeter waren ganz gut geschossen von mir, wobei ein, zwei echt wieder ziemlich riskant waren. Aber ja, was ist das hier, was er hier machen wollte? Ich mache mal links ein bisschen Platz und dann springe ich aber nicht richtig in die Ecke rein. Das war sehr merkwürdig. Egal, wir haben gewonnen. Verdient, würde ich sagen, weil am Ende, wir haben dann noch den Alu-Treffer gehabt im Spiel. Ich denke, am Ende war dieses 2-2 verdient in der regulären Spielzeit und im Elfmeterschießen war ich besser, weil er hat einfach geschossen, deswegen ist, denke ich, auch ein verdienter Sieg. Jetzt rufe ich erstmal zurück und dann schauen wir weiter, wann, also ihr seht mich in der nächsten Aufnahme. Tschö, tschö.